Hallo und herzlich willkommen zu einem letzten Teil Silvester-Vorstellung noch in diesem Jahr 2013. Noch ein paar Stunden, dann ist es soweit. Dann haben wir ein Neujahr 2014. Und ja, so lange müssen wir noch warten. Ich will euch nochmal hier auf die Schnelle meine ganzen Sortiment hier einmal zeigen, was ich gerade einmal aufgebaut habe. Und zwar fangen wir mal an. Ja, fangen wir mal hier vorne an, und zwar hier eine ganze Packung Böllers, verschiedene Größen von Weco, große, kleine, dicke, dünne, ja, alles in verschiedene Größen, und zwar jetzt hier von Kracher Inferno, ca. 150 Einzelteile, und ja, davon habe ich mir verschiedene Marken, also von den Verpackungen 3 Stück geholt. Und gestern und heute bei einem Einkaufen. Und heute zeige ich euch das jetzt nochmal. Ja, das für den Böllers und dann des Weiteren von Komet Riesenkanonschläge. Ja, sind auch nochmal so eine Art Böllers. 6 Stück. Und ja. Dann geht's weiter. Fangen wir mal hier hinten an. Von Weco Alligator 15 Schuss. Das ist dann so eine Multi-Effekt-Batterie. Das Ganze sieht dann laut Abbildung dann so aus. Und Lichteffekte kann man hier ein bisschen davon dann sehen, wie es ungefähr aussieht. Und dann geht es hier weiter, wieder von Weco, 19 Schuss, ja, Kombinationsbatterie, Streetlights, und so sieht das Ganze aus, laut Abbildung, ja, 19 Schuss immerhin, mit verschiedenen Leuchteffekten kann man hier so ein bisschen auf der Abbildung erkennen. Und dann haben wir hier auch nochmal wieder Batteriefeuerwerk, 100 Schuss von Weco. So sieht jetzt dann hier Abbildung aus. Leuchteffekten kann man ja auch so ein bisschen was erkennen, zumindest hier an der Seite. Ja. Und dann haben wir hier auch nochmal Brillantfontäne Batterie. Laser, ja, auch wieder von Weco, auch wieder so eine wunderschöne Batterie, Abbildung ähnlich, ja, wie kann man sehen, sieht das Ganze aus, was für Leuchteffekte dann rauskommen, sieht sicherlich ganz schön aus, ja, so, dann haben wir hier noch eine kleine Samurai Fighter, 25 Schuss von Komet. Ja, das Ganze sieht dann halt so aus. Auch wieder eine kleine Batterie. 25 Schuss. Immerhin, nicht schlecht. Ja, und dann habe ich hier noch eine Batterie von Nico Killer Bees. Hier wieder eine Abbildung davon, wie das Ganze aussieht. 65 Schuss, römische Lichtbatterien, in verschiedenen Farben, wie man auch hier auf der Abbildung sehen kann. Ich kann es euch auch nochmal vorlesen. Steht zum Beispiel drauf, rot, grün, goldene, blaue oder purpurne Leuchtkugeln mit anschließender Verwendung in goldenen Knattersternen. Genau. Ja. Das einmal dazu, ja, hier habe ich noch auch noch heute gekauft, eine ganze Packung Böllers, 80 Stück China Böller D von Komet, ja, habe ich auf jeden Fall richtig was zu böllern, was zu knallen, ja, das einmal zu den Böllern. Ja, und zum Schluss zeige ich euch jetzt hier noch meine ganzen
Raketensortiment. Und zwar, ich mache das jetzt mal so. Entschuldigung, mal dahin. So. Mission 9 von Komet. 9 Raketen. Sind hier ja, die ganzen kleinen hier, wie man hier sehen kann. Ich zeige es jetzt einfach mal so von der Seite. 4 kleine. Und hier sind auch nochmal 5 kleine und eine mittelgroße. Ja. Und dann haben wir hier noch auch noch mal hier Familienzauber, über 190 Teile, auch wieder von Komet. Ja, habe ich hier auch noch mal 9 Raketen und dann haben wir hier noch ja, verschiedene Einzelteile noch hier mit drinne, Knallerbsen, Silberfontäne, Wunderkerzen und hier sind auch nochmal Böllers drinne. Ja, dann hier noch ein römisches Licht, 8 Schuss. Ja. Ja, und dann das Beste kommt immer zum Schluss, habe ich noch eine Packung Raketen und zwar von, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, Galactica, 8-teilig von Weco. Ja. Habe ich hier noch eine ganze Menge Raketen. 3 kleine. 3 große. Und 2 mittlere, also insgesamt 8 Stück von Weco. So, ich werde euch das Ganze jetzt nochmal einen Überblick verschaffen. Zeige das jetzt nochmal genau, was ich hier so aufgebaut habe, hier rumliegen habe. Was ich alles gekauft habe, hier nochmal die Böllers zu sehen. Kanonenschläge, Killer Bees und der Laser. Hier nochmal die 100 Schuss Batterie. Hier nochmal zu sehen, die 19 Schuss Batterie, Steward Light, Samurai Fighter, Alligator und hier eine ganze Packung China Böller D und hier noch meine ganzen Raketensortiment. Ja, das einmal zu den ganzen Sachen, die ich seit gestern und heute gekauft habe. Habe ich auch eine Menge Geld dafür ausgegeben. Ja, so. Stellt jetzt aber welche hin. Ja, das Ganze dazu. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich auf einen Daumen hoch freuen. Schreibt Kommentare drunter, wie es euch das gefallen hat. Und was ihr so für Silvester-Sachen gekauft habt. Ja, könnt gerne Kommentare schreiben, bewertet mich, abonniert mich und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014 und lasst es schön krachen, ja. Ja, ich sag tschüss, adieu und viel Spaß beim Silvesterfeiern.